Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal ein bisschen online, wie ihr sehen könnt. Wir haben das Ganze auf Insta angekündigt. Dort konnten einige von euch mit reinkommen und zum Glück sind auch ziemlich viele entschieden. Und nach ewigen Zeiten, wie ihr sehen könnt, haben wir mal wieder einen Gast dabei, und zwar den Dennis. Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen in F1 2020 nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, 4 oder 5 sind es mindestens. Das letzte Video von mir und Kaya, da haben wir ja eine Koop-Season gemacht und so. Und jetzt also endlich wieder am Start, das alte Dreamteam. Leute, wenn ihr Bock darauf habt, in dieser Konstellation das Ganze öfter in der Zukunft zu sehen, dann lasst auf jeden Fall gerne schon mal an der Stelle einen Daumen nach oben da. Und jetzt kommen wir zu den Regeln von diesem Video. Genau, wir machen eine No-Rules-Challenge. Das Ganze erklärt sich eigentlich ziemlich von selbst. Ihr seht auch die Einstellungen da unten, die Regeln sind alle ausgestellt. Das heißt, man kann im Prinzip machen, was man will. Man kann abkürzen, man kann Leute rammen. Der Schaden ist allerdings an, also ein bisschen vorsichtig muss man schon sein. Und es wird halt im Prinzip darum gehen, das Rennen zu gewinnen. Wie auch immer man das anstellt, halt durch Abkürzen, durch Leute wegrammen. Das wird man dann sehen. Ich hoffe auch, dass alle in der Lobby sich dran halten werden. Das haben wir eigentlich gerade vor der Aufnahme gesagt, aber da weiß man ja nie so ganz. Ja, wir haben auch gerade, muss man sagen, Testlauf gemacht, auch hier in Vietnam, wo wir gleich loslegen werden. Und da lief es auf jeden Fall sehr gut. Also da haben sich die Leute abgeschossen, es wurde fleißig abgekürzt und so weiter. Und hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt auch so wird. Boah, Dritter. Geil. Aber ich bin Letzter. Das ist vielleicht gut. Das ist vielleicht gut. Vielleicht, ja. Wir haben gerade auch schon, wie gesagt, die Testaufnahme gemacht oder den Testlauf. Und dort war es gar nicht mal so gut, so weit vorne zu starten. Also. Ja, mal gucken. Okay. Ich bin gespannt. Das Ferrari Dream Team. Genau, wir sind beide im Ferrari unterwegs. Bisschen besser als echt, das ist das Ziel. Es wird nicht so schwer, glaube ich. Auf jeden Fall. Oh Gott. Vergesst nicht früh zu starten, ne? Ja, kann man ja machen, was man will jetzt. Come on, können alle bereit machen. Die Lobby stürzt jetzt ab, okay. Da kommen die 5 Rundenlichter. Oh, man kann ja jetzt schon los. Ach du Scheiße, ich bin viel zu brav immer. Gott. Ja, ich konnte erst bei 4. Ich glaube, ich war der Einzige hier vorne. Oh, what the fuck? Ich bin raus. Jetzt schon. Direkt. Ey, was? Ey, what? Ich hab nicht mal die erste Kurve überlebt. Ey, du musst unbedingt da meine Sicht zeigen, Alter. Da ging es so krass ab, ey. Ich weiß nicht mal, was passiert ist. Oh Gott, was habe ich getan? Nein! Boah! LOL! Alter, wie bin ich noch drin? Nein, irgendwie nicht. Ach du Scheiße, ey. Ich weiß nicht, wie. Von meiner Sicht hast du jetzt auf jeden Fall die Außenperspektive. Oh Gott. Ja, perfekt. Guter Start. Ich war sogar kurz Erster, aber das hat nicht lange gehalten. Nicht lange gehalten, ne. So, ich schau mal bei dir rein. Oh Gott. War ein bisschen einer im Weg. Flügel ist nicht mehr vorhanden. Oh! Oh Gott. Ja, mal schauen, aber da kann sich noch alles ändern. Nein, geh weg! Ihr Wichser! Wie das aussieht! Von außen, ihr Vater einfach zu. Oh Gott! Das wird einer nicht überleben. Das wird einer nicht überleben von euch. Nein! Ich frag mich wer! Ja! Geil, ey. Oh, aber nur 13. Ach du Scheiße. Ah, du hast keinen Flügel mehr, ne? Nee, ich hab gar nichts. Ich dürfte eigentlich gar nichts mehr haben. Wenn wir auf Simulation wären, dann hätte ich alle 4 Räder verloren wahrscheinlich. Nein, überleg mal, wir haben reduziert gemacht und ich bin direkt rausgezogen. Aber ich wie, also auf Simulation wäre ich draußen. Das, bei mir hat man gemerkt, dass Simulation reduziert war, auf jeden Fall. Auto aufgelöst, so ein Ding wäre das gewesen. Oh Gott. Wie krass der Schaden war. Oh, muss jetzt ich weiß nicht, lohnt sich das jetzt reinzukommen, denkst du? Ich glaube schon. Eigentlich schon, ne? Ja, ich will reinkommen. So wie man hier jetzt rumguckt, dann muss man halt hoffen, dass man keinen Schaden mehr kassiert. Man kann ja auch Vollgas jetzt an die Box, oder? Hoffe ich mal. Ja, vorne geht's auf jeden Fall ab. Da ist die Frage, wer wird das Ding am Ende gewinnen? Es ist auch ganz, ganz viele an der Box. 7 Leute auf einmal. Also da ist dezent viel Betrieb gerade. Komm schon, Jungs. Ferrari und Boxenstops, das ist immer eine gute, eine sehr gute Kombi sogar. Perfekt. Schon direkt schlechtes Omen. Ja, super. Perfekt aufgehalten. Alter, 40 Sekunden werden das oder so insgesamt. Na krass, super. Ey. Da vorne. Aber ich bin 9. sogar. LOL. Aber viele kommen rein zum Wechseln, das habe ich nicht gedacht. Ja. Ich dachte irgendwie, ich werde so mit der Einzige sein. Okay, jetzt gucken. Muss ich aufpassen, dass ich mich nicht selber hier raushau gleich. Da war der Erste fast attackiert worden. Ich habe Angst vor der Kurve hier, da habe ich mich schon ein paar Mal zerlegt. Boah, sind die weit vorne, die Führenden. Ach du Scheiße. Ja, die sind jetzt schon im letzten Sektor. Haben die alle Schaden? Keinen Schaden? Ich glaube, keiner von denen hat Schaden, nee. LOL, also wie? Sieht nicht so aus, ich kann mal gucken. Ja, doch, der Erste hat auf jeden Fall die beiden Endplates fehlen. Okay. Sieht auf jeden Fall auch ganz funky aus. Nein, da wartet einer auf mich, oder? Oder sieht es nur so aus? Ja, der Zweite und der Dritte duellieren sich gerade. Oh, da wurde da jemand überholt. Ja, der Dritte. Das ist ein Williams am Start. Oh.
Da steht einer auf Start und Ziel. Der ist gar nicht losgefahren. Ach, come on, Alter. Ich bin nicht mal letzter. Junge. Ja, der erste Karma macht das schon Chameleon, sehr gut, ne? Muss man ihm lassen. Also, ja, wenn man halt einmal vorne ist und Ruhe hat, dann. Naja, voll. Dann geht's aber der auch. Der Abstand ist auch so relativ kritisch. So 2,4 Sekunden. Oh, Bruder, du bist ja jetzt erst im ersten Sektor. Ja, der Wahnsinn. Die anderen sind schon warte. Schauen wir mal. Oh, die sind schon auf der übelst langen Geraden, ey. Oh, was tue ich? Oh, jetzt wird's aber interessant, oder? Ja, ich glaube, der erste hat einen Fehler gemacht. Oder? Ja, oh, was tut der? Ah, der Tauri ist gar nicht losgefahren jetzt da, ne? Ja, ja, der steht da die ganze Zeit noch. Oh, jetzt hier. Erster gegen Zweiter. Oh, der Erste mit einem richtig guten Move. Aber, oh, der Zweite kontert. Was geht ab? Oh, die beiden rammen sich jetzt gegenseitig. Oh, die bleiben stehen. Oh, die bleiben stehen. Ja, der Erste. Oh, der Erste wurde richtig hops genommen, ey. Der Arme. Der arme Erste. Nur weil er sich mit diesem Leon angelegt hat. Die beiden fighten aber richtig. Das ist ja der Wahnsinn hier. Schon über mehrere Kurven. Oh. Oh, es geht sogar. Die fahren beide in die Auslaufzone. Oh Gott, ey. Da haben sich aber zwei gefunden, muss man sagen, an der Stelle. So, jetzt haben wir tatsächlich einen Williams ganz vorne. Statement dazu. Oh, echt? Ja, ja. Krass. Krass. Ja, bei mir ist ziemlich ruhig. Die sind auch alle voll verteilt unterwegs irgendwie. Wenn man ja, so auf die Karte schaut, da vorne geht's ein bisschen ab, aber ja, weiter hinten ist irgendwie vorne gar nichts. Richtig ab. Oh, jetzt mal vorbei an dem Racing Point endlich. Perfekt. Boah, der Fünfte ist schon 30 Sekunden vor mir. Ja, krass, ach du ey. Scheiße. Ach, ist ein hinter dir, oh. Ja, ich hab den gerade überholt. Oh, der stresst mich. Ja, stresst schon, wenn man durch diese Passage verfolgt wird. Ich hasse diese scheiß Kurven mehr. Ja, der letzte Sektor ist so eine Katastrophe. Die ganze Strecke ist eine Katastrophe eigentlich. Ja, so sind wir. Ich wollte es nicht so ausdrücken, aber ja. Ah, das ist einer in der Box, ein Haas. Ja, ja, das war der Erster war. Aber dann von dem einen, der Dritter jetzt ist, der Renault komplett zersägt wurde. Oh! Die ganz, ganz schlauen Moves hier. Ach, der ist doch vor dir rausgekommen, der Haas. Echt? Ja, oh, ja, wegen der Boxenausfahrt oder so, bestimmt. Komplett anders, die Boxengasse hier. Boah, 11 sind nur noch drin. Ja, ja, das tun die alle. Also, das ist echt so eine Mischung aus Last Man Standing und keine Regeln und irgendwie Überleben. So, das ist echt eine coole Sache, muss ich sagen. Na, erster ist ein Ziel. GZ auf jeden Fall an Frozen, Vigen, Vigon, wie auch immer. Kilometer weit vor mir. Ja, zweiter ist auch im Ziel. Oh, ja, okay, der Dritte rettet sich noch so ein bisschen ins Ziel. Ah, die Williams sind richtig stabil. Erster und Vierter. Boah. Ein Doppelsieg müssen wir noch hinbekommen. Ja, das wäre zu wild. Das müssen wir eigentlich machen. Ganz, ganz safe. Oh, letzten paar Kurven. Ich bin eigentlich froh, dass ich überhaupt ins Ziel komme. Ja, ja. Mit der Aktion kann der ersten Runde vorhin. Glaube ich dir. Glaube ich dir aufs Herz. Kann ich dir direkt abnehmen. So, weißt du? Junge, Junge, Junge. So, letzte Kurve. Boah. Der haut eine schnellste Runde raus nochmal. Ja. Aber okay. Also. Okay, die erste Runde war ein bisschen scheiße. Ausgeschieden auf der ersten Geraden des Renns und am Ende Sechster geworden. Kann Fazit, es war erfolgreich. Kann man machen. Auf zum nächsten. Oh, jetzt. Aber ich sehe schon kommen, wie das Rennen jetzt nicht beendet wird wegen dem. Wegen dem Tauri da. KC, der Sniper, ja. Man kann auch nicht disqualifiziert werden. Aber hier weibliche Zuschauer am Start. Die sich im F1-Ring beweisen wollen. Ja, aber immerhin 10. geworden. Ich sag so, ich bin nicht 10. geworden. Will, ja, immerhin ins Ziel zu kommen ist schon. Ja, ja, das ist schon eine Leistung. Der hat's, vielleicht hat er es ohne Flügel durchgezogen, oder die. Mhm. Aber das war nicht so ja, schlau. Ich glaube, es war schon eine gute Idee zu stoppen. Naja, safe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass... Oh. Ja. Geil, das habe ich schön auf Außenperspektive. Oh Mann, der steht einen Meter vor der Linie jetzt. Ja. Müssen wir eine Minute warten. Ja, Männer, solche Tänze bitte nicht auf dem Podium, danke. So, Frankreich. Frankreich, ich bin Elfter, mittendrin, Abkürzmassaker, ich bin Achter. Mittendrin. Das heißt, ich bin nur so ein paar Reihen vor dir, okay. Ich sehe dich sogar, ja, da vorne. Ich sag mal so, Männer, ich werde jetzt einfach nicht starten. So, ich lerne aus meinen Fehlern gerade eben. Kommst du schon mal weiter als vorhin wahrscheinlich. Vorher Frühstart gemacht, jetzt einfach gar nicht starten, so. Das ist die Taktik. Das ist mal schauen, die Taktik. Boah, hier wird es aber richtig krass, da kann man ja Vollgas geben. Kann man komplett Vollgas geben vielleicht? Ja, ich glaube, also bis vielleicht, zu der Ding, da wo der erste Sektor endet. Wenn es sein muss, dann kann man da richtig abgehen wahrscheinlich. Aber starte ich doch. Okay, los geht's. Ja, komm. Ah, jetzt checken das aber schon mehr mit dem Frühstart. Trefft mich nicht. Oh, nein, Gott. Ah, bitte. Ich will noch leben.
Ich hab dich gesehen. Ah, oh, ich hab direkt mal Frontflügel kaputt knapp. Gemacht. Oh Alter. Gott, da vorne fliegen zwei ab. Egal, Junge, rein in die Olga. Oh. Echt, dreh mich halb weg. Oh mein Gott, Alter. Boah, das ist geil. Alter, hat man so viel Platz. Holy shit, ich bin wieder Oh, es geht ab. Ich weiß nicht, traut man sich des Vollgas hier? Lieber nicht, oder? Ich geh mal ganz, nee, ich glaube, das würde nicht gehen. Bisschen vom Gas ist schon. Oh, ich bin Sechster. Ich sehe dich da vorne, Kyle. Geh weg, geh weg. Alter, ich bin perfekt durchgekommen bis jetzt. Oh. Come on, Alter, das ist ein gutes Rennen von uns beiden tatsächlich. Das könnte gut werden, ja. Kann man da irgendwo geradeaus? Da vorne gleich? Komplett. Ja, ja, ne? Komplett. Ey, der Ferrari-Motor macht mir Sorgen. Styler, geh weg. Geh weg. Nein, Leon. Ich hab so Angst, gerammt zu werden gleich. Mach keinen miesen. Komm schon. Oh, jetzt muss man gut bremsen. Ich fahr die ganze Zeit. Der Mercedes. Oh, voll hinten rein in mich. Racing Point, der ist weg. Oh Gott. Ja, der Racing Point ist weg tatsächlich. Alter, so macht die Strecke aber voll Bock. Voll geil. Oh mein Gott, ey. Das macht ja wirklich voll Bock. Oh, wie ist das hier? Ich hab keine Ahnung, ist da irgendeine Mauer? Einfach Vollgas. Boah. Aber da stehen aber immer noch wieder welche am Start, wie vorhin auch schon. Ah, mies, ey. Ich weiß nicht, was die alle vorhaben. Boah, dritter und fünfter. Nein, geh weg! Ah, nein! Bitte nicht. Nein! Ich bin in der Wand, aber ich lebe noch. Aber zu mir sind die noch nett gerade. Ja, zu mir nicht. Mich wollte noch keiner wegrammen. Hat sich noch keiner weggerammt oder so? Na, noch. Ich glaube, es hat auch noch keiner versucht in dem Rennen. Ja, nicht so krass wie vorhin zumindest. Bei mir direkt, ich weiß schon so. Ich sehe schon so. Ich habe den Mercedes hier neben mir, aber der fährt einfach normal sein Rennen. Gerade. Oh Gott, ey. Nein, nicht. Daniel, ich hab dich gerade gelobt. Bitte nicht. Bitte nicht. Boah, so ein Podium würde ich sowas von mitnehmen. Ah, ich weiß jetzt, das ist jetzt Ferrari Master Engine. Jetzt kommt die erst zum Vorschein, ohne Flügel. Mehr Aerodynamik und so. Nein! Oh, das gibt's nicht, ey. Ich hab's gerade gesagt, dann kommt mir einer entgegen, Alter. Der Racing Point auch noch, der sich vorhin weggedreht hat. Nein, Mann, jetzt ohne Flügel, ey. Hast du auch keinen Flügel? Gehst du an die Box? Nee, komplett ist er weg. Gehen wir an die Box? Warst du an der Box? Nee, mein Flügel war ja erst am Anfang der Runde kaputt. Boah, nee, ich glaube, ich fahre einfach. Scheißegal. Ja, ich auch, scheiß drauf. Nein! Oh, wahrscheinlich fahre ich. Ja, ich fahre nicht mehr. Super. Oh, jawoll. wenigstens bist du jetzt auch in deinem Rennen ausgeschieden. 1-1 nach DNFs. Scheiße. Oh, steht im Weg. Oh, boah, stand's richtig so im Weg, schlecht, ey. Komplett von alleine. War keiner um mich rum. Boah, P7. Ach, schau wieder mal zu. Mach das Team stolz. Ja, ich gebe mir Mühe. Aber ich habe halt niemanden vor mir. Nein, die sind so, die müssen mal mehr. Ah, weißt du was, Alter? Ah, weiß ich nicht. Oh, jetzt extra bremsen. Oh. Ja, ohne Flügel ist echt kritisch. Ich bin da in der letzten Kurve, habe ich dich weggehauen. Das ist echt geisteskrank schwer. Ist das Styler? Ja, ja, der hat mein Rennen zerstört. Da waren nur noch 12 Leute im Rennen. Der kam mir echt in dieser Rechtskurve da vorne gleich, kam der mir einfach entgegen. Na, krass. Das war. Allein, dass ich da nicht rausgeflogen bin, war schon krass. Oh, vor dir geht's ein bisschen ab zwischen dem Renault und dem Red Bull. Mal schauen, was die da machen. Ja, hoffentlich crashen die sich schön. Das wäre angenehm. Ah, ne, bis jetzt. Aber es sind wieder sau viele ausgeschieden schon. Ja, so noch 12 im Rennen. Ja. Oh Gott, ey, ohne Flügel ist es. Ich glaube, beim nächsten Mal stoppt man lieber. Meinst du? Ja. Also gerade mit Flügel wäre ich noch im Rennen jetzt auf jeden Fall. Ja. Weil man unterschätzt es halt komplett. Ja, schau mal. Selbst da, fährst du fast in die Wand. Katastrophal, ey. Also jetzt lohnt sich wahrscheinlich. Warte nochmal die Boxeneinfahrt. Ach, da vorne! Ah! Irgendwo. Perfekt. So. Boxeneinfahrt kann ich. Jetzt wieder Ferrari Master Stop wieder. Ich bin gespannt. Männer, lasst mich bitte nicht im Stich. Unter 12 Sekunden wäre doch gut. Ja, komm, Männer. Boah, lol, bei mir ist der alte Flügel noch da. Die machen den neuen drauf einfach. Das sah richtig komisch aus. Jawohl, 8,3. Oh. Das ist doch meine Ferrari-Crew. Sah gut aus. Wie ich sie kenne und liebe. Ja, ich falle jetzt aber leider auf Platz 9 zurück. Der Alpha da vorne macht das voll gut. Ja, der überrundet mich auch gleich. Ecke, ja, stimmt. Der ist in der letzten Kurve gerade. Der ist im Ziel jetzt. Der kann dich gar nicht überrunden mehr, oder? Ah, nee, doch. Oder nicht? Oder? Nee, wir sind in der gleichen Runde. Na doch, da bist du, ja. Ja, komm her. Jetzt mach ich mal einen auf. Ah, nein! Scheiße! Egal, nein, da kommen noch mehr. Ich hab die Kamera verkackt. Ich hab gar nicht damit gerechnet, dass er ja voll weiterfahren kann. Jetzt kommt der zweite gleich, oder? So. Ja, da kommt der Mercedes. Daniel. Ja. Na, komm her. Hat der dich nicht rausgehauen? Nee, der war nett.
komm, aber das heißt nichts, kannst du trotzdem gerne mitnehmen. Ja, ich versuch mal mein Bestes. Boah, ich hab sogar DRS auf ihn! Boah, du bist jetzt attackiert. Da sehe ich mich. Brauchst gar nicht versuchen, hier rumzupendeln. Digga, der wird so rausgehauen, Junge. Komm her! Windschatten! Ferrari Master Engine! Komm schon! Nein! Doch, komm! Wir haben ihn! Nein! Dieser scheiß Ferrari-Motor, Alter! Oh, Scheißdreck! Aber wobei, krieg ich den noch irgendwie? Nee, ah, ich glaub, dann muss der Red Bull hinter mir leiden. Ja. Ich glaube, es bringt dir nicht mal was, oder? Ja, bringt dir nichts, aber es geht ums Prinzip. Es geht ums Prinzip. So, versuch, Lukas, hier, komm. Wie du vorbeikommst, komm. Nein! Die Busse, da kommt direkt der Nächste. Rage Man. Wo bist denn du? Bist du schon auf Stadtziel? Ah ja. Ja. Ah, nee, keine Chance. Scheiße. Der Renault ist der Nächste noch. Und der Red Bull ist auch. Die sind alle ziemlich nah beieinander jetzt. So, ich park hier meine Jungs. Aber pass auf, da kommt der Zehnte gleich. Nicht, dass der dich noch überholt. Nein, was? Okay, okay, alles klar, in dem Sinne, keine weiteren Störungen. Was war das denn? Ich bin einfach gegen die Mauer gedriftet und einfach raus. Ah, Mann, aber ich will so einen Doppelsieg würde ich schon fühlen jetzt, das wäre geil. Aber bisher... Ja, müssen wir uns halt mal anders ranhalten. Welche Strecke kommt als nächstes? Entscheid du mal, ich habe Frankreich vorhin vorgeschlagen, sag du mal. Irgendeine, wo... Monza vielleicht, oder? Monza, Mann, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich wollte gerade sagen, irgendeine Strecke, wo man auch gut abkürzen kann. Oh, hier ist es gut, vorne zu starten. Ja, da in der ersten Kurve kann man einfach komplett Ferrari abkürzen. Doppelpole? Boah, wäre das geil. Aber ich glaube, so ein Glück hat man nicht. Nee, so ein Glück hat man nicht. Zumindest mal so Top 5 beide, wenig. Das wäre schon was. So, mal gucken. Komm schon. Bitte nicht hinten. Oh, hier hinten ist Katastrophe. Ja, hier, ich hab nicht mal in Frankreich. Das ist überall Katastrophe. Ich hab aber überlebt. So, wie soll ich dann? Ich bin Letzter. So. Super. Bist du Letzter? Ich bin 8. Ja, okay. Einfach 20. Gott, oh Gott. Mitten im Pack, Alter. Ja, das kann ja jetzt mal was werden. Und das ist ja auch so eng, die Stadtziel gerade. Da kann Frankreich auch eigentlich, aber. Da kann man halt nicht lustig jetzt sein, wenn drei, vier Autos nebeneinander stehen. Ey. Wo bist du? Ich hab's nicht mitbekommen. Achter. Ach, aber ist auch nicht geil, so mitten. Nein, ich bin mitten im Pack einfach. Gar am Geist ist halt ganz vorne irgendwie, glaube ich. Ja, ja. Mittlerweile. Der Haas von mir. Obwohl, da kann man auch von allen weggerannt werden. Der bleibt immer noch. Der wippt die ganze Zeit so. Ah, starte doch. Ein paar bleiben immer stehen. Ich weiß nicht, sind die da? Oh, da viele blockieren sich aber direkt. Ja, ich halt mich bedeckt. Ich leb noch, geht weg. Oh, ohne Schaden wäre halt auch geil. Wenn man stoppen muss, dann ist eigentlich schon vorbei mit so einem Sieg. Okay, so. Dann schauen wir mal, was abgeht. Hey, der Alpha, der war vorhin gut. Oh, Renault! Ey Leute, ich hab voll Angst. Ich will euch gar nicht überholen, weil ich weiß ganz genau, ich werde auch auf nicht. Fresse. Ah, das ist leider voll langsam. Ah! Oh, Junge. Nein. Oh, er ist noch entspannt gerade. Oh, die Lesmos. Oh, Ascari gleich, Alter. Glaubst du, da kann man cutten in? Boah, schwierig. Ich würd's nicht machen. Schwierig, ne? Also, ich würd's auch nicht machen. Oh Gott. Oh nein. Okay. Ich bin Achter einfach. Ich hab, glaube ich, noch niemanden berührt fast. Ich bin 18. Oder echt? Hä, wo warst du denn? Da am Start direkt, oder was? Ja, ich bin so stehen geblieben. Ich dachte jetzt mal vielleicht andere Taktik ausprobieren, aber ich bin jetzt schon mal 16. Dachte die ganze Zeit, du bist vor mir. Aber bei mir geht's gerade noch. Aber das habe ich vorhin auch gesagt. Ah, und dann, ich dreh mich auf den Kies weg. Dann war's vorbei. Scheißdreck. Alter, wie hast du Ascari genommen? Ganz normal? Ein bisschen innen auf dem Gras, aber ich weiß nicht, ob's schneller war. Wahrscheinlich nicht. Ich bin mitten durchs Kies. Das war nicht so gut. Oh, come on jetzt hier. Komm schon, ich muss die Ferrari-Fans stolz machen. Wenigstens einer. Oh Gott, ey. Wenigstens einer in einem Rennen. Oh, da stehen ein paar auf der Stadtziel gerade. Du musst aufpassen. Oh, war das knapp. Oh, da war einer DNF. Leute, wie schnell ist der? Ja, ich sag dir, wir sind hier einfach voll unterlegen, obwohl die Leistung gleich ist. Ich mit meinem RS-Management bin ich auch mal wieder on point. Oh nein, Haas. Alter, wow. Die beiden Haas haben sich ganz sowas von mitgenommen. Nein, das ist dieser Nein. Lass mich alle in Ruhe, lass mich einfach alle in Ruhe. Ich komm voran, Digga, ich bin in den Punkten. Nein, ich hab wieder diesen Racing Point vor mir, der mich vorhin... Siragazzi, Punkte! Der mich vorhin ausgehauen hat, Oh Gott, ey. Komm, beide ins Ziel kommen, denk dran, ne? Immerhin. Das ist das Ziel auf jeden Fall. Mindestens. Hau noch vielleicht ein paar vorne raus, damit ich noch ein bisschen weiter nach vorne komme. Oh, ich hab Angst vor dem Mann, ich vertraue dem gar nicht.
Ah, die Karten Ascari, aber gut. Oh nein, okay, doch nicht. Das ist Karma für Frankreich. Der hat sich da komplett weggedreht auf dem Gras. Ah, da musst du aufpassen, ein bisschen in Ascari. Das ist. Oh. Ja, safe. Ich glaube, ich fahre die Kurve auch einfach ganz normal jetzt gleich. Ich bin Dritter. Oh, bin geil, Dritter. Freut mich. Komm, Junge, hol das Podium für Ferrari. Ich bin 10. von 10. Oder warte, hä? Wie kann ich 10. von 10 sein, wenn noch Leute hinter mir sind? Sind echt noch 10 nur? Nee, 12. Ich glaube, die Anzeige spackt. Aber bei mir steht auch 10, ne? Oh, so ein Podium würde ich ja komplett fühlen, ey, bitte. Oh, 9. Platz, oh, wir bitte, ich will gar nichts mehr machen, ich will nur Dritter werden. Ich will gar nicht in die Nähe kommen von denen am besten. Oh, da ist noch einer ausgeschieden. Oh, hinter mir ist dieser Jonas, oder wie der heißt, wo du meintest, dass der ganz gut ist. Eigentlich nicht so geil. Also, ich hab kein ERS. Ich fahre nicht mal auf Überholen die ganze Zeit. So eine Flasche damit, das ist nicht normal. Oh Gott. Oh, da liegt ein Reifen. Oh, da liegt noch ein Reifen. Junge, die Reifen, die einfach übrig bleiben. Oh, ich hole auf sogar auf den Red Bull. Oh. Der hat, glaube ich, Schaden. Oh Gott. Ich habe Angst. Das könnte unser Rennen werden. Psst, psst. Soll ich die vor dir abschießen? Oh Gott. Ey. Fast weggedreht. Ich meine, was? soll ich die abschießen? Psst. Könntest du. Oh, der kommt an die Box. Da gibt's gleich nicht mehr. Oh nein, doch nicht. Ja, wie du willst. Ich will dich da nicht beeinflussen, aber. Ja, ich meine, weiter nach vorne komme ich eh nicht. Ich hätte nichts dagegen, ne? Sagen wir so. Dann holen wir den Ferrari-Sieg. Aber der Red Bull. Oh! Na, der laggt voll. Scheiße. Kennst du es, wenn die sich so teleportieren? Ja, ja. Ganz, ich bin gerade fast in den Rhein gefahren. Auf einmal war der 10 Meter weiter vorne. Oh Gott, der. Alter, ich hab Angst. Ich hab nur noch Angst. In welcher Runde seid ihr jetzt? 3, ne? Ne, 4. 4, 4. Oh nein, nein, nein! Was passiert? Was passiert? Ich bin, glaube ich, weg. Na, Mann, jetzt blockiert er mich noch. Ich weiß nicht, da stand so einer auf einmal auf der Strecke, der hat den Red Bull mitgenommen. Und dann konnte ich nicht mehr ausweichen. Aber ich bin noch Dritter sogar. Ich bin noch Dritter. Boah, wie weit weg sind die denn alle? Ich bin immer noch Dritter. Aber ohne Flügel halt jetzt. Komplett ohne? Nein, nein, nicht mal. Aber eine Seite ist rot. Ja, bei mir auch. Aber das geht, die sind meilenweit hinter mir, das ist kein Problem. Okay, kommt jetzt in Runde 5, das heißt, ich bin jetzt gefragt. Ich war halt am 2. jetzt gefragt. Das ist jetzt dein Moment, ja? Naja, time to shine. Oh, dieser Jonas ist draußen! Ja? Ich bin gleich Zweiter. Hä, was hat der denn gemacht? Einfach komplett sich auf der Gerade zerlegt allein oder ja, ich was? Keine Ahnung. Ich glaube, der Kollege vor mir hat die gleiche Taktik, weil der auch die ganze Zeit schon langsam ist. Geil, ey. So! Ja, der Alpha jetzt, dieser Eckelen. Ex, keine Ahnung. Sind die beide vor dir? Oder was bist du jetzt? Einer nur noch. Einer nur noch. Ich bin jetzt Zweiter. Nur noch der Alpha. Okay. Der wird jetzt so rasiert, Alter. Jetzt so einer auf die Fresse. Da liegen einfach zwei Räder auf statt Ziel. Da komme ich nämlich auch noch aufs Podium, glaube ich. Oh, wie geil wäre das. Erster, Zweiter, komm, Mann. Wir können es. Es geht noch, ne? Viele sind. Also der Dritte und der Vierte sind draußen. Da kommt. Warte. Nein, er fährt. Ah, er fickt mich komplett! Nein! Scheiße! Er hat mich so abgenommen! Nein! Er hat einfach. Pass auf, da kommt einfach. Er hat den größten Five-Head-Move aller Zeiten gemacht. Das habe ich noch nie gesehen. Aber komm, zweiter Platz. Und zwei Top-5-Platzierungen, ne? Ja, also den Jonas. Oder? Auch oh noch. Nein. No, oh nein. Lukas. Lukas. Der Red Bull, nein, der will mich. Der will mich! Nein, der kriegt mich nicht! Wo dir? Ich will doch aufs Podium! Nein, Geil. Ich würde es versuchen, aber ich habe zu viel Angst, mich selber. Ich brauche mein Podium. Ah, nein! Du Dreckiger, nein! Ja, ich bin im Ziel, boah, Zweiter. Zweiter und Fünfter, ne? Immerhin, Fünfter. Ich bin zufrieden. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Also, wäre diese eine Geschichte nach Ferrari nicht gewesen. Ich hätte auch so eine Aktion, ich glaube. Richtig gut sein können. Aber egal, man, das nimmt man mit. Oh, Fahrer des Tages. Maschine. Nimmt man mit, ey, boah. Ach du Scheiße. Boah, ich hatte Angst das ganze Rennen über. Mhm. Das ist stressig. Mit seinem Selfie wieder. Abgehoben. Ja. Abgehobener Typ. Und das Handy ist nicht mal an, nebenbei. Mal erwähnt. Und das war's dann auch schon von diesem Video. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ich finde, es hat richtig Bock gemacht. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Falls ihr sowas in Zukunft nicht verpassen wollt, folgt gerne mir und Dennis auf Insta dort. Ich denke, wir werden sowas auf jeden Fall öfter machen. Also, mir hat's mega Bock gemacht. Und vergesst nicht, Dennis' Kanal abzuchecken. Oberster Link in der Beschreibung. Zeitgleich ist nämlich bei ihm auch ein Video angekommen mit uns beiden. Und dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich überlasse dir das letzte Wort.
Ja, auf jeden Fall. Hat mir mega, mega viel Spaß gemacht, nach so vielen Jahren endlich mal wieder mit dem lieben Kai ein Video zu machen. Wenn euch die Konstellation gefällt, ihr mehr Online-Videos sehen möchtet, auch mit euch Zuschauern, dann, Kai hat es ja schon gesagt, lasst gerne viel Liebe da, einen Daumen nach oben, falls ihr von meinem Kanal gekommen sein solltet und vielleicht auch mehr F1-Content sehen möchtet, dann lasst auch gerne bei Kai ein Abo da. Der macht nämlich auf täglicher Basis F1-Videos, die mega gut sind. Also checkt das auf jeden Fall ab. Und in dem Sinne verabschiede ich mich. Vielleicht sehen wir uns dann auch auf meinem Kanal wieder. Bis dahin und ciao.